Seid gegrüßt, liebes Seelenkind. Alles ist gut, so wie es ist. Glaube und Vertrauen. Auch wenn dir manche Ängste bereitet, sind wir, die geistige Welt, sehr nah in dieser schwierigen Zeit, die viele Karmas hochholt zur Reinigung eurer Seelen, um erlöst ins neue Paradies zu kehren. Das Leben, das ihr hier lebt auf dieser Erde, mit sehr viel Kampf im Innen sowie im Außen. Doch das Ganze gehört zur Reinigung dieser Erde, sowie der Krieg auf diesem Planeten. Der Krieg symbolisiert viele eurer Herzen, die ihr Menschen in euch trägt, zu kalt und hasserfüllt. Ich bitte euch so sehr, betet um eine neue, bessere Welt und schaut euch selbst. Versucht euch im Herzen zu reinigen, eure Gedanken und Gefühle zu kontrollieren, zu sagen und zu denken, was würde die Liebe tun. Jesus Christus, unsere Lichtbrüder, die immer mehr für viele Seelenlichter sind, sichtbar sind, wir lassen euch nicht mehr von den Menschen verstecken. Die Zeit ist da, alles so zu offenbaren und euch, liebe Lichtarbeiter, die ihr so herzergreifend für diese Erde kämpft, das Geschenk wird in euch immer mehr erwachen. Die Schwingungen auf dieser Erde sind so stark und werden noch stärker. Vertraut und freut euch eures Herzens. Wir lieben euch so sehr und sind euch so dankbar für diese Hilfe eines jeden Menschenseele auf diesem Planeten. So, nun kehrt in euch, atmet, der Atem ist so wichtig, und bleibt in der Liebe, in eurem Vertrauen zu uns, der geistigen Welt. Adonai Astascheran und Jesus Christus.